ich meine, es war furchtbar, also furchtbar. Diese Leichen, war furchtbar. Ein drastischer Satz, der so gar nicht zu der gemütlichen Veranda passt, auf der Traute LaFrance Page im Schaukelstuhl sitzt. Doch genau das ist Trautes Geschichte. Die 99-Jährige lebt eine halbe Autostunde südlich von Charleston im US-Bundesstaat South Carolina. Raddampfer ziehen in der Abendsonne der Südstaaten ihre Kreise. Mächtige Bäume säumen den Weg zu einer Ranch. Hier wohnt die letzte Überlebende der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Eine enge Freundin und Wegbegleiterin der Geschwister Hans und Sophie Scholl. Traute LaFrance Page kam für ihre Überzeugung im Kampf gegen die Nazis ins Gefängnis. Die Weißen in Moabit sind das Schlimmste. Die kommen auch im Stehen. Wenn du stehst, kriegen sie dich auch. Also ich erinnere noch, mit Erna gestanden zu haben und sie hatte noch Handschuhe an wegen der Wanzen. Heute hat Traute nur noch mit zirpenden Grillen zu tun, wenn sie auf ihrer Veranda Eistee trinkt und von ihrem bewegenden Leben erzählt. Sie wächst in Hamburg auf, ihr Vater ist Staatsangestellter, ihre Mutter Hausfrau. Die Schulbank drückt sie mit Helmut Schmidt. Smitty war eine Klasse höher als ich. Smitty haben wir jetzt. Aber nicht Helmut Schmidt. Ja. Doch, Smitty, ja. Revolverschnauze. Eines hat sie der Revolverschnauze bis heute nicht verziehen. Als Trautes Lehrerin Erna Stahl 1935 unter den Nazis ihren Job verliert, habe Offizier Helmut Schmidt nichts getan. Smitty war Leute, dann haben sie ihn gebeten, er möge für Erna schreiben, dass sie rauskäme oder irgend so. Und er hat das nicht getan. Er wollte immer nicht viel davon hören. Nach dem Abitur geht Traute LaFrance nach München und studiert Medizin. Dort lernt sie Hans Scholl und Alexander Schmorell kennen, die Köpfe der Weißen Rose. Die kecke gebildete Traute findet sofort Gefallen an Hans. Ja, ich meine, wir haben dieselben Sachen gelesen, dieselben Sachen gedacht. Wir waren gegen die Regierung und so, das war doch schon ein großer Grund. 1941 verbringen Hans Scholl und Traute LaFrance einen Sommer der Liebe. Es existiert noch ein Foto aus der Zeit. Das ist mein Lieblingsfoto. Dein Lieblingsfoto? Ja. Das hat Ilse Peters gemacht. Das war ein Isertal. Traute verbringt viel Zeit mit den Geschwistern Scholl. Sie verteilen Flugblätter und warnen Verfolgte vor Zugriffen durch die Gestapo. An den Tag von Hans und Sophies Verhaftung erinnert sich die 99-Jährige ganz genau. So, Willi und ich kamen aus Hubers Vorlesung, von der Uni. Ja. Wir mussten in die Pathologie oder in die Neurologie in der Straßenbahn fahren. Und die kamen uns entgegen mit dem Koffer. Und ich sagte, mach dir heute schon blau, geh dir heute schon nach Hause. Und dann sagten die, ja, und dann sagte Sophie, und weißt du, die Schuhstiefel, die stehen auf der Veranda, brauchst du nur abholen. Sophie und ich haben dieselben Schuhe. Und auch gleiche Größe, ja? Ja, ja, so ungefähr dieselbe Größe. Das war alles. Am 22. Februar 1943 werden Hans und Sophie vom Volksgerichtshof zum Tod verurteilt und noch am selben Tag im Gefängnis München-Stadelheim enthauptet, ohne Wissen ihrer Eltern. Die haben die Eltern ja nicht benachrichtigt. Ein unoffizieller Anruf kam, dass am Montag früh eine Verhandlung stattfinden würde. Und nicht offiziell, kannst du das vorstellen? Und da sind die Eltern hingefahren und haben erfahren, das Todesurteil für ihre Kinder. Drei Tage nachdem es alles war. Diese Leichen, war furchtbar. Im April 1943 wird Traute LaFrance wegen Mitwisserschaft der Prozess gemacht.
Sie kommt in Haft, erst in Berlin-Moabit, dann im Frauenzuchthaus Cottbus. Sie sitzt insgesamt 2 Jahre, bis die Amerikaner das Gefängnis befreien. Und das hier, ja, ist ein Original-Stacheldraht und eine Gitterstange aus einer Zelle von 1945. Und das soll ich Ihnen von der Direktorin des Gefängnisses geben. Ja. Nach Kriegsende geht Traute Lafrenz zurück nach München und schließt dort ihr Medizinstudium ab. Bei einer Reise nach San Francisco verliebt sie sich in ihren Mann, den Augenchirurgen Warren Page. Ihre 4 Kinder wissen lange nichts von Trautes mutigem Widerstandskampf. Tochter Renee erfährt erst 1970 auf einer Europareise davon. Und selbst jetzt, ein halbes Jahr vor ihrem 100. Geburtstag, will Traute keine Heldin sein. Hans hat das mit Alex und Willy Graf zusammengesessen und alles gemacht. Ich habe nur mit Zufälle verteilt.